Hey Leute, Nintendo Tech hier und herzlich willkommen zu Tag Nummer 9 in So geht Minecraft. Heute werden wir uns um eine kleine XP-Farm kümmern, bei der wir dann genug XP bekommen, um hier in unserem Verzauberungsraum unsere Rüstungen und Werkzeugsteile richtig verzaubern zu können. Falls du neu bist und mich noch nicht kennst, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und jetzt viel Spaß beim Video. Ja, wer die letzte Folge noch nicht gesehen hat, der sollte dann unbedingt mal vorbeischauen. Denn da haben wir unter anderem hier diese Spitzhacke verzaubert. Und da musste ich, da ich noch keine XP-Farm hatte, musste ich dann immer mal wieder Erze abbauen gehen. Und wir sehen, ich habe einiges auch hier gefunden in der letzten Zeit, denn ich habe offline bzw. offcam noch ein bisschen hier gefarmt. Und da habe ich auch ein paar Diamanten wieder gefunden und bin jetzt auch schon fast wieder Level 30. Und hier irgendwo meine ich auch noch was gebrannt zu haben. Ja, hier ein bisschen Essen. Das tun wir dann mal hier in unsere Essenstruhe. Und was ich jetzt machen würde, ist erstmal ein paar Materialien für unsere XP-Farm zusammensammeln. Und dann gehen wir zum Skelett-Spawner. Den haben wir ja auch in einer der letzten Folgen gefunden. Wer das nicht gesehen hat, sollte jetzt mal oben in der Infokarte schauen, denn da ist diese Folge verlinkt. Ja, ich habe auf jeden Fall eine XP-Farm rausgesucht, die ein bisschen neuer ist, denn es gibt ja sehr viele Versionen so einer Skelett-XP-Farm oder generell von Mob-Farm. Und früher war es ja immer das Problem, dass die Mobs, die sollen ja Fallschaden bekommen, damit die alle One-Hit sind, wenn wir die schlagen. Und da ist es auf jeden Fall mein Ziel gewesen, dass ich das auch so hinbekomme. Und da hat man ja dann immer einen Soul Sand Aufzug benutzt, wie wir den hier haben. Und da ist ja das Problem, wie wir hier unten jetzt sehen können, hier muss immer was vor sein, denn das sind alles Wasserquellblöcke. Und wenn wir dann hier dieses Soundtor abbauen würden, dann wird uns das ja alles überflutet. Und bei der XP-Farm hätten wir dann das Problem, dass die Skelette, anstatt hier reingetrieben zu werden und dann hochgetrieben zu werden, dass sie dann einfach hin und her dümpeln. Und das ist dann natürlich nicht so nice, wenn wir dann da eine XP-Farm haben wollen, kommen da gar keine Skelette oben an. Auf jeden Fall habe ich da jetzt eine kleine Farm gefunden. Ja, und dann suche ich jetzt mal eben die Materialien zusammen dafür. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall erstmal ein paar Trichter. Ich glaube aber, die habe ich nicht hier. Dann werde ich die mal kurz craften. Ja, was wir auf jeden Fall brauchen, sind Truhen. Die braucht man immer. Ja, ich mache erstmal zwei. Da kommen dann die Überreste der Skelette rein. Was nebensächlich auch gut ist, wir bekommen unendlich Pfeile und Knochen. Ja, und für die Trichter brauchen wir natürlich auch Truhen, so, und Eisen, so. Und dann machen wir mal fix drei Stück. Dann brauchen wir noch ein paar Stufen. Davon habe ich ja hier noch welche. Ich glaube, 7 Stück waren es insgesamt. Ja, dann würde ich einfach mal die hier mitnehmen. Ist ja, ja, oder ich crafte noch welche aus unserem Smooth Stone. Dann brauchen wir auf jeden Fall ein paar Baublöcke noch. Da haben wir hier unser Cobblestone. Den nehmen wir dann einfach mal hier, 3 Stacks so. Dann brauchen wir Schilder und Zäune. Glaube, es waren insgesamt 3 Schilder. Da craften wir einfach mal ein bisschen hier die Bretter um. Und dann machen wir mal 1, 2, 3 Schilder. So, nee, 9 waren es jetzt. Ja, egal, haben wir ein paar auf Vorrat. Und was wir dann noch brauchen, ist ja natürlich Soul Sand. Den haben wir hier. Und dann brauchen wir auch noch Eimer mit Wasser. Da nehme ich dann einfach mal noch einen zweiten Wassereimer mit. Oder, nee, wir haben, glaube ich, da eine Wasserquelle irgendwo in der Nähe, meine ich. Ja, stimmt, wir haben da eine unendliche Wasserquelle in der letzten Folge gemacht, wo wir da waren. Und dann würde ich mal rübergehen zum Skelett-Spawner und dann sehen wir uns da gleich wieder. So Leute, da sind wir dann auch schon angekommen und wie ich auch schon vermutet habe, hier ist unsere Wasserquelle. Und hier hinten weiter durch sollte dann auch der Spawner sein. Ja, da haben wir ihn, perfekt.
Oh, hier ist auch noch ein Name-Tag, das hatte ich hier zurückgelassen. Dann hätte ich auch gar keine Truhen machen müssen, weil da haben wir hier zwei Stück. Aber naja, dann haben wir hier unseren Spawner. Und was wir jetzt als erstes machen müssen, ach ja, was ich noch vergessen habe zu sagen, ist, ich habe auch zwischendurch noch hier die Eisenspitzhacke, habe ich eine neue gemacht. Und wenn ich dann Diamanten finde, habe ich hier tatsächlich Glück und Unbreaking drauf. Und das ist dann ganz gut, weil in der nächsten Folge würde ich dann mit einer Diamantrüstung beginnen und dann zwischendurch mal auch die Werkzeuge dann genauer angehen. Aber was wir auf jeden Fall machen müssen, ihr seht schon, hier ist ausgeleuchtet, weil ohne das Licht würden die natürlich hier überall spawnen. Und was wir jetzt machen müssen, ist erstmal vier Blöcke, ja, zu jeder Seite des Spawners erstmal abzubauen. Und ich höre ja auch im Hintergrund ein paar Skelette rumlaufen. Dann würde ich auf jeden Fall jetzt mal einen kleinen Timelapse machen, wo wir dann mal sehen, wie ich das hier alles abbuddel. Viel Spaß dabei! So, jetzt haben wir hier einmal 9 Blöcke in jede Richtung. Sehen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und als nächstes müssen wir dann hier mal eine Slab draufsetzen auf unseren Spawner. Dann müssen wir mal gucken hier 1, 2, 3, 4. Brauchen wir noch einen Block Abstand nach oben. Und dann würde ich da auch nochmal das Video kurz zu einem Timelapse umformen. So, jetzt habe ich hier auch das Ganze noch einen Block in die Höhe gegraben. Und als nächstes müssen wir dann hier den Boden auf 3 Blöcke Tiefe bringen. Das heißt, hier 1, 2, 3 haben wir hier 3 Blöcke nach unten und das müssen wir dann einmal komplett nach unten buddeln. So, da sind wir wieder, Freunde. Und wir sehen schon, hier hat sich jetzt ein bisschen was getan. Wir haben hier ausgebuddelt. Und jetzt gehen wir als nächstes mal her und setzen hier in jede Ecke einen Wassereimer. Und da haben wir schon den ersten gesetzt. Dann brauchen wir auch die Zäune und Schilder gleich. Und als nächstes müssen wir dann nur noch die Blöcke hier mal nochmal entfernen, wo kein Wasser drüber fließt. So, dann haben wir das auch schon und jetzt gehen wir mal hier von der Mitte aus nach vorne und graben hier 2 Blöcke raus. Hier kommt dann der Soul Sand hin und hier graben wir dann diese 2 Blöcke. Oh, Gold. Das nehme ich natürlich gerne noch mit. Dass das hier 2 Blöcke tief ist und da setzen wir dann eine Art von Zäun rein. Ist egal welche, Hauptsache es sind Zäune. So, dann machen wir hier nochmal einen Block weg. Oh, da ist das Inventar schon voll. Dann brauchen wir als nächstes die Schilder. So, da brauchen wir die 2 Stück. Die setzen wir dann hier an die Wand, dass hier dann das Wasser nicht rausfließt. Holen wir uns mal eben unseren Block wieder. Dann hätten wir das schon mal. Und jetzt müssen wir von diesem Block hier aus insgesamt 23 Blöcke nach oben. Das heißt, hier ist Block Nummer 1, hier ist Block Nummer 2. Dann wäre das hier Block Nummer 3. Und da müssen wir 20 Blöcke nach oben. Ja, in Survival ist das ein bisschen schwieriger. Aber was ich immer mache, ich mache es meistens so, ich buddel dann einfach so weit von dem Block aus nach oben, wie es geht. Und dann setze ich unter mir irgendeinen anderen Block, damit ich auf jeden Fall erkenne, sobald ich hier unten wieder ankomme, hier nicht mehr weiter abbauen. Und dann fangen wir mal jetzt an. Was ihr auch nutzen könnt, ist einfach hier in F3. Guckt ihr seht hier Höhe 20 und wenn ihr jetzt plus 23 rechnet, müsstet ihr dann auf Höhe 43 rauskommen, obwohl auf dem Block, auf dem ihr steht, ist dann natürlich Höhe 21 und das machen wir uns dann mal jetzt zunutze.
So, da wären wir dann auch schon. Höhe 41, das heißt 23 Blöcke sind's, die wir jetzt hier nach oben gebuddelt haben. Ah, habe ich nicht so ganz richtig gerade erklärt. Was wir machen müssen, ist insgesamt 23 Blöcke hoch. Das heißt, wir müssen auf Höhe 43, also müssen wir nochmal zwei Blöcke weiter hochgraben. So, 1, 2. Dann wären wir hier auch schon angekommen. Und jetzt müssen wir natürlich sicher gehen, wenn wir weiterarbeiten, dass wir nicht hier mit unserem Fallschacht dann im Spawner-Raum rauskommen. Da müsst ihr dann theoretisch euch die Himmelsrichtung merken. Da würde ich mal kurz cutten und das machen. Also wir schauen gerade in Richtung Süden und im Norden liegt unser Spawner-Raum. Das heißt, wir müssen nach Westen oder Osten graben. Ich mache jetzt mal Osten. Da müssen wir jetzt 7 Blöcke in diese Richtung. Das heißt 1, 2, 7. Und dann graben wir an dieser Stelle hier ein Loch. Und dann setzen wir hier unseren Wassereimer hin. Und wir sehen, der fließt hier jetzt entlang. Dann setzen wir an der Stelle hier nochmal ein Schild, dass das Wasser hier nicht runterfließt. Und worauf ihr auf jeden Fall achten solltet, ist, dass ihr genug Eisenspitzhacken oder generell Spitzhacken dabei habt. Denn wenn euch hier eine kaputt geht, kommt ihr hier sehr schnell wieder raus. Aber ich habe noch eine andere dabei. Dann grabe ich hier mal die Blöcke wieder weg und nutze dann gleich die andere Spitzhacke und hole eine neue. Dann sehen wir uns gleich wieder. Da bin ich wieder und ich habe jetzt eine neue Spitzhacke dabei und nochmal ein bisschen das Inventar hier mit den, ja, mit ein paar unnötigen Sachen entleert. Und wir brauchen natürlich auch noch Kelb, denn da müssen wir jetzt mal hier nach oben rüber, beziehungsweise wir müssen nach oben damit. Dann können wir einfach Rechtsklick gedrückt halten und dann hier hochbauen, bis wir oben angekommen sind. Da wären wir dann auch schon oben. Dann gehen wir einfach wieder runter und schlagen das letzte Kelb unten weg, denn dann geht alles oben kaputt. Und wenn alles Quellblöcke dann sind, denn ihr müsst wissen, wenn ihr Kelb in fließendes Wasser setzt, wird dieses fließende Wasser zu einer Wasserquelle. Ja, hier seht ihr auch, ich habe aus dem Schild, was hier war, habe ich nochmal hier hingesetzt. Und was wir jetzt als nächstes machen müssen, ist nochmal hier von diesem Block aus 23 Blöcke runter. Das heißt, in meinem Fall, falscher Knopf, in meinem Fall wäre das dann Höhe 20 müssen wir wieder runtergraben. Und an eurer Stelle würde ich da jetzt nicht so runtergraben, wie ich es mache. Denn wenn hier drunter ein Lavasee ist und ihr reinfallt, dann war's das mit euch und eurem Loot. Macht's einfach, indem ihr dann so grabt, denn ihr seht ja hier, grabt ihr so runter und dann grabt ihr diesen Block weg, dann macht ihr wieder den weg. Aber ich mach's jetzt einfach mal mit der Technik, die ihr nicht nutzen solltet. Ja, da wären wir dann auf Höhe 20 wieder angekommen. Und was wir jetzt machen, ist erstmal hier uns einen Raum bauen, der drei Blöcke hoch ist und drei Blöcke breit auf jeden Fall. Und da wären wir auch hier mal an unserem, ja, an unserem Gang. Das ist schon mal sehr gut, denn dann können wir hier direkt hin später. Und als nächstes nehmen wir uns dann hier unsere Trichter und die platzieren wir dann mal hier rein. Und hier kommt dann unsere Truhe hin oder unsere Doppeltruhe eher gesagt. Dann lassen wir hier mal einen Trichter reinzeigen und in den Trichter lassen wir dann auch nochmal welche reinzeigen. Dann können wir einfach mal kontrollieren hier, drücken wir Q, Kiste landet hier, hier auch. Perfekt. Dann nehmen wir jetzt nochmal zwei Blöcke bzw. drei in die Hand und setzen diese hier hin. Dann brauchen wir nochmal unsere Stufen, die setzen wir hier hin und die setzen wir dann hier hin. Und jetzt können wir hier mal ein Item werfen. Und das ist auch schon hier drin gelandet. So, und hier die Slabs verhindern dann, dass die Skelette uns sehen und uns dann mit ihren Pfeilen abschießen. Dann sind wir erstmal hier so lang gesichert. Und als nächstes geht es dann hier drin weiter, dass die Skelette auch hier hingetrieben werden. Dann ersetzen wir mal diesen Block hier mit unserem Soul Sand Block. Ja, und als letztes müssen wir dann eigentlich nur noch hier diese Blöcke entfernen, dass hier die Strömung zum Soul Sand geht. Und als allerletzten Schritt müssen wir nur noch hier unsere Fackeln wegmachen und auch noch den restlichen, ja, die restlichen Öffnungen hier schließen.
Ja, Leute, die Fackeln sind weg und wir hören schon ein bisschen, wie die Skelette hier Schaden bekommen. Die haben mich auch ein bisschen abgeschossen, also da müsst ihr definitiv aufpassen, dass die euch nicht, wenn ihr die Fackeln wegmacht, euch abschießen. Dann verschließen wir das Ganze mal, setzen mal hier noch eine Fackel hin. Ja, hier können wir auch noch zumachen. Die Fackel können wir nochmal anders platzieren. So, aber dann wollen wir mal hier in unsere Kammer gehen. Und wir sehen, hier sind jetzt ein paar Skelette drin. Und dann schlagen wir die mal hier. Und wir sehen, das ist komplett ein Schlag, ist es tot. Und mit dem Schwert sehen wir natürlich, die gehen ganz schnell weg. Und jetzt haben wir hier natürlich Pfeile und Knochen und auch Bögen. Ja, und XP kriegen wir natürlich auch. Was wir jetzt machen könnten noch als nächstes, wäre hier einen kleinen AFK-Raum noch nebenzubauen. Das mache ich jetzt auch mal. Obwohl, nee, hier nicht. Sondern lassen wir es einfach hier. Dann brauchen wir eigentlich hierfür nur noch eine Türe. Denn wenn hier ausgeleuchtet ist, kann eigentlich auch nicht allzu viel passieren. Setzen wir hier nochmal Fackeln hin. Dann sehen wir uns gleich nach einem kleinen Cut wieder. Ja, ich habe dann mal eine Eisentür besorgt, denn die werden wir dann hier einfach benutzen. Und dann setzen wir hier einen Steinknopf hin und hier auch. Dann können wir hier rein, aber keine Mobs. Und jetzt können wir hier einfach chillig AFK stehen. Und dann warten wir mal ein bisschen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn hier mal ein paar Skelette mehr sind. Bis gleich. Ja, Leute, nach einer halben Stunde ungefähr sind hier jetzt so viele Skelette drin, dass hier tatsächlich die ganzen Skelette schon sterben, weil die maximale Mobbernzahl erreicht ist. Und dann würde ich jetzt mal sagen, hauen wir mal rein. Oh. Das waren viele XP, würde ich sagen. Da kommt man auf jeden Fall von Level 0 sehr schnell hoch. Und da kommen jetzt auch einige Items zusammen. Also die Mob-Farm werde ich dann mal off-cam betreiben. Dann mal ein paar Level dann immer farmen für unsere wunderbare Enchanting-Folge, die dann als nächstes ansteht. So, Leute. In der nächsten Folge kümmern wir uns dann mal um die Verzauberungen für Rüstungen und auch Werkzeuge. An der Stelle bedanke ich mich herzlich für das aufmerksame Zuschauen. Falls du jetzt noch Verbesserungsvorschläge oder Anregungen hast, dann ab damit in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao, Leute!